Der Ringhändler war der hier. Entweder der hier oder. Wo ist der andere? Der da drüben. Du warst der Ringhändler. Ja, genau. Das Ding hätte ich gerne mal. Ist zwar jetzt auch nicht ganz so erschwinglich, aber ist okay. Kann ich jedenfalls gegen das austauschen und dir dann den hier geben. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch er hier, dass er vielleicht ein 18er Schild hat. Weil ich weiß ernsthaft nicht, ob es sich rentiert, Schild auf 18 zu bringen. Aber wo soll ich den Punkt da sonst reinstecken? Ich habe jetzt noch 9, 6 Punkte. Die sollten eigentlich in die hier reinwandern. Und nein, du hast auch kein Schild. 18. Naja, gut, egal. Vielleicht kriegen wir noch einen, vielleicht auch nicht. Wobei es so ein großer Sprung zwischen dem 17er Schild. Das 17er Schild ist schon nice. Ja, plus 15 auf alles. Und dem 19er Schild. Naja, nicht so ganz. Ein bisschen. Und das hier ist natürlich das 20er Schild. Das ist dann mal richtig stark. Genauso wie diese Waffe. Wobei, wir haben keine 20er schwere Waffe. Also einhändig. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena oder schleicht ihr euch feige von dannen? Wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach. Der Kampf findet in Runden statt. Damit eine Runde beginnen kann, müsst ihr mir sagen, dass ihr bereit seid und danach über das Portal hier die Arena betreten. Habt ihr dann die Arena betreten, gibt es kein Zurück mehr. Die Runde beginnt und es wird auf Leben oder Tod gekämpft. Solltet ihr durch das Portal fliehen, bevor alle Gegner bezwungen sind, gilt diese Runde für euch als verloren. Gewonnen habt ihr, wenn alle eure Gegner geschlagen sind. Habt ihr das vollbracht, kommt zu mir und ihr sollt belohnt werden. Habt ihr das vollbracht? Ja. Werden auch Wetten angenommen? Aber natürlich, eine gute Wette ist doch das Salz in der Suppe. Allerdings könnt ihr nicht auf eure eigenen Kämpfe wetten. Aber ihr könntet zum Beispiel beim Goblin-Rennen ein paar Goldstücke dazu verdienen. Schaut euch nach dem Rennmeister um. Bei ihm könnt ihr Wetten auf das Rennen abschließen. Der Kampf soll beginnen. Sehr gut, durchschreitet das Portal. Viel Glück. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Hier, sofort. Mir nach. In die Schlacht. Genau, hau auf mich. Kämpft! Ich kann das am besten wegstecken. Du bist nämlich eh nur Level 35. Verteidigt euch! Kämpft! Achtung!
Verteidigt euch! Und ja, ich mache das jetzt erstmal nur, bis ich die Zerbitterträne habe. Auf mein Kommando! Zeit zu sterben! Vorsicht! Das müssten, glaube ich, die ersten drei Runden gewesen sein. Achtung! Kämpft! Verteidigt euch! Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. So, das war die erste Runde. Die einfachste Runde. Wobei die Runde gegen die vier Elementare, die war eigentlich auch relativ einfach. Also gegen die vier Golems. Also die habe ich auch nicht als schwer empfunden. Oh, was haben wir jetzt? Achso, Beastman und Minotaur. Das ist auch nicht schwer. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. So, was kriegen wir nochmal? Priester Rolloff. Ein Spalter. Eine Weltenspange. Und Gold. Und Erfahrungspunkte. Leider nicht viele. Na, habt ihr euch entschieden? Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschauen. Ja. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Zeit zu sterben. Verteidigt euch. Kämpft! Verteidigt euch! So, erstmal den Geisterschmetterer wegmachen, der macht nämlich mehr Aua. Zeit zu sterben! Haben die auch jeweils... Ah ja, jeder hat einen Geisterschmetterer und einen Gotteskämpfer. Zurück mit euch! Ja! Ich will noch nicht aus Versehen alle vier auf einmal triggern. Zurück mit euch! Verteidigt euch! Vorsicht! So, in der Zwischenzeit nehme ich schon mal die zwei Zerbieten drin. Heim ich mal kurz. Oh, ich werde gleich mitgeheilt von meinem Irrfit. Zurück mit euch! Zurück mit euch!
So. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Ich kaufe mir jetzt dann erst einmal für die nächste Runde. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. Ich habe ganz gar nicht drauf geachtet. Was habe ich gekriegt? Oh, eine Hatiko-Puppe des Helden. Praktisch. Jetzt habe ich nämlich alle Hatiko-Puppen und kann gegen Zerbo antreten. Ah, ein Kupitor-Bogen. Und noch ein Zauberstab. Also jetzt kann ich mit Hadeko gegen ihn antreten. Aber jetzt habe ich genau einen Satz. Aus Hadeko-Puppen. Also... Oh. Den Schatten sollte ich nicht darüber packen. Also ich habe einen Erzmagier, einen Helden, Trickser und die drei hier. Ja. Habt ihr euch für einen Streit entschieden? Ich möchte die Spinnenbrut auf Ausbildungsgrad 3 für 3000 Gold kaufen. Sie wird euch in der nächsten Runde zur Seite stehen. Gut, was ist der nächste? Oh, die Drachlinge. Ja, das könnte interessant werden. Vor allem die Baumdrachlinge, die vergiften. Das ist nicht so schön. Der Lavadrachling könnte auch etwas anstrengend werden. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf? Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Gut, nächster Kampf. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Vorsicht! Zeit zu sterben! Achtung! Ja, der Lavadrachling scheint schon Glück wiederum zu packen, also da hinten festzustecken. Der Sanddrachling scheint zum Glück nur einfach eine grobe Kelle zu haben, aber da können wir gegenheilen. Baumdrachlinge sind halt böse, die vergiften. Zurück mit euch!
Verteidigt euch! Auf mein Zeichen! Zeit zu sterben!